ich? Nein, meine Süße. Sie war schon etwas älter. Sie war 16. Warum ist sie denn mit den Fremden mitgegangen? Tja, ich glaube, der Fremde hat sie gelockt. Hat ihr gesagt, komm mit, ich hab da was Schönes für dich. Schokolade? Ja, sowas in der Art. Aber du weißt ja, man darf nicht mit Fremden mitgehen. Egal, was sie einem versprechen. Es gibt viele böse Menschen da draußen. Männer, die kleinen Mädchen wehtun wollen. Oder auch anderes. Das weiß ich schon. Hat mir Mama schon mal gesagt. Dann ist es gut. Also, O'Neill, der Wirt, rief mich an und erzählte mir, Clara sei mit dem Fremden nach oben gegangen, auf sein Zimmer. Das durfte sie doch nicht. Nein, das durfte sie nicht. Also nahm ich mein Gewehr, holte deinen Vater und deine beiden Onkel und ging zum Gasthof. Ein Gewehr ist aber gefährlich, Opa. Ja, das ist es. Aber wir hier in Crowleymow beschützen unsere Familien. Zur Not auch mit einem Gewehr. Und der Mann war ja böse. Ganz genau, meine Süße. Böse war der. Der Mann war böse. Und hatte meine kleine Clara mit auf sein Zimmer genommen. Als wir im Gasthof ankamen, war er gut gefüllt. Ich fragte den Wirt, wo der böse Mann ist. Wo ist das Schwein? Wo ist das Schwein? Oben in der Siebe. Und dann haben dein Vater, vier Schnitzel, seine Brüder und ich uns vorbereitet. Schon da. Noch ein. Erzähl weiter, Opa. Ja, dann sind wir die Treppe rauf. Wir wollten ihn natürlich überraschen. Also haben wir nicht angeklopft, sondern sind einfach reingegangen. Clara lag auf dem Bett. Und wo war der böse Mann? Der Mann war über ihr. Aber der Mann war kein Mann mehr. Er hatte sich verwandelt. Er hatte spitze Ohren, kleine, enge, schwarze Augen, ganz lange, dünne Arme und an ihrem Ende ganz gefährliche, messerscharfe Krallen. Überall war Blut. Der Dämon hatte Clara getötet und aß von ihrem Fleisch. Wir standen in der Tür und waren wie erstarrt. Dein Vater war es, der als erster wieder zur Besinnung kam. Er schoss auf die Bestie. Aber die Fratze lachte uns nur entgegen. Wir anderen schossen auch. Und dunkles Blut spritzte aus seinen Wunden. Aber der Dämon verhöhnte uns nur. Die Schüsse hatte natürlich jeder im Haus gehört. Und die Männer aus der Kneipe stürmten nach oben, um zu sehen, was los war. Ein paar hatten Knüppel dabei, kamen uns zur Hilfe. Aber dem Monstrum war nicht beizukommen. Es stand in der Mitte des Zimmers und wehrte die Knüppelschläge ab wie lästige Fliegen. Dann stieß mich plötzlich jemand zur Seite. Es war O'Neill, der Wirt. Er hatte sich das alte Schwert geschnappt, das immer über der Theke hängt, und stürzte jetzt auf den Dämon zu, holte aus und schlug ihm mit nur einem einzigen Schlag das linke Bein ab. Die Bestie schlug wütend mit ihren langen Armen um sich. Ihre Krallen schlitzten nur so durch die Männer. Einige fielen tot zu Boden. Dann schwang sie sich auf das Fenstersims und bevor sie in der Dunkelheit verschwand, drehte sie sich noch einmal zu uns allen um und sprach. Was hat sie gesprochen, Opa? Sie sagte, ich verfluche euch. Ich verfluche den Ort, der euch beherbergt. Ich verfluche eure Väter, eure Mütter, eure Söhne, eure Töchter. Ich verfluche eure Frauen. Ich verfluche alles, was in Crowleymow kreucht und fleucht. Ich kehre zurück. Heute in einem Jahr. Und dann werde ich so viele von euch holen, wie ich kann.
Und in dem Jahr darauf komme ich wieder. Und in dem Jahr darauf ebenfalls. Und ich komme so lange wieder, bis Kulimau bloß noch eine stinkende Geisterstadt ist. Da! Und dann verschwand die fürchterliche Gestalt in der Nacht. Und? Ja, Süße? Kam sie wieder? Ja, nun, Was ist denn hier los? Wer schläft denn hier noch nicht? Papa. Opa hat mir noch eine Geschichte erzählt. Und danach warst du und den bösen Mann. Was hast du gemacht? Sie ist alt genug schon. Sie kann die Wahrheit über ihr Dorf ruhig erfahren. Dies ist nicht ihr Dorf. Sie lebt bei ihrer Mutter in Paris, falls du es vergessen haben solltest. Sie ist eine Blum. Vater. Gute Nacht, meine Süße. Gute Nacht, Opa. Schlaf schön. Ich gehe jetzt auch ins Bett. Bin hundemüde. Papa? Ja, Kleines? Kommt der Böse denn jedes Jahr wieder? Ja, er kommt jedes Jahr wieder. Und dann holt er die Menschen? Ja. Ja, er holt die Menschen. Aber uns wird nichts passieren. Du brauchst keine Angst zu haben. Warum? Von den Leuten, die hier im Dorf wohnen, wird er niemanden mehr mitnehmen. Wir haben uns da etwas einfallen lassen. In Irland, solange keiner pupst. Sie müssen Dr. Mellis sein. Ich bin hier der Bürgermeister. Bellamy heißt er. Aber sagen Sie ruhig Bob zu mir. Bob, der Bürgermeister. Ganz recht. Sehr erfreut, Sie kennenzulernen. Schön, schön, schön. Ganz meinerseits. Costello. Ja? Bringen Sie die Patienten doch in das Gästehaus. Und Abbott, seien Sie so gut und kümmern Sie sich um das Gepäck. Mach ich. Ich denke, es wird Ihrerseits gewiss eine sehr schöne Woche werden. Ja. Morgen Abend ist Richtfest in unserem neuen Gemeindehaus. Da wird noch fleißig gearbeitet. Da sind Sie natürlich eingeladen. Und für den mittäglichen Verdauungsspaziergang habe ich Ihnen persönlich eine sehr schöne Route ausgearbeitet. Das dauert nicht ganz wenig. So. Hier. Hä? Lassen Sie uns die Koffer auf den Wagen packen. Dann haben wir die Ruckzucke raus. Oh, ja. Gut. Sie sind, hä? Lance O'Neill. Ich bin der Herbergsvater. Oh, ja, gut. Oh. Oh. Verdammt. Wem gehört der denn? Sind da Steine drin, hä? Das ist meiner. Den trage ich selber. Oh. Hä? Sie sind der Neue, hä? Jo. Kaumann, hä? Cohn. Okay, Kaumann, Sie dürfen mir helfen, Ihre Mineraliensammlung auf den Rollwagen zu hieven. Ich sagte, ich trage ihn selber. Aber wenn wir ihn auf den Wagen packen, sind wir ruckzuck. Der Herbergsvater hält die Schnauze. Aber das geht ruckzuck. Schnauze. Oder wie ist ruckzuck, Dick? Hey, hey. Okay, Kaumann, dann nehmen Sie doch Ihr Köfferchen und machen sich schon mal auf den Weg in die Halle. Vielen Dank.
Denken Sie sich nichts dabei. Sie wissen ja, wer angereist ist, hä? Die Truppe aus dem Sanatorium. Genau. Oh, müssen Sie. Und für jeden gibt es einen Grund, weshalb er bei. Sagen Sie doch Lil zu mir. Gern. Marvin? Irgendetwas gefällt mir hier überhaupt nicht. Meinen Sie das? Diese Busreise, dieses seltsame Dorf, irgendwie erinnert es mich an irgendetwas. Ja, mich auch. Ist wie früher, ne? Auf der Klassenfahrt. Sie sind lustig. Vielleicht können wir zwei Zimmer nebeneinander bekommen. Sind Jungs und Mädchen nicht immer auf getrennten Fluren? Sie sind wirklich lustig. Darf ich Ihnen die Tür aufhalten? Ja, ja, klar. Vielen Dank. Verlassen Sie das Dorf. Was? Verlassen Sie das Dorf, Sie alle, vor morgen Abend. Es ist eine Falle. Was reden Sie da? Wenn Sie am Leben bleiben wollen, hauen Sie ab. Mehr kann ich Ihnen nicht sagen. Hey, warten Sie mal. Marvin, was meinte der Mann? Keine Ahnung. Hat mir Angst gemacht. Ihm passiert nichts. Ich bin bei Ihnen. Hey, Kaufmann, können Sie auf zum Dörfchen, machen Sie die Tür frei, hä? Gehen Sie ein Stück beiseite, Lil. Ein Arschloch rollt auf uns zu. Ich halte sie nur für Sie auf. So ist recht. Sie beide können schon mal mitkommen. Wir treffen uns im Wintergarten und machen die Zimmerverteilung. Zack, zack. Oh ja! Ach, Mr. Abbott. Hey, Herbert. Lance O'Neill. Mach sein. Marlon? Wer war der Typ, der eben die Tür aufgehalten hat? Das waren doch Sie. Ich meine vor mir. Keine Ahnung. So groß, kaum noch Haare, schlechte Zähne. Wahrscheinlich Dickens. Wer ist das? Dickens ist die gute Fee vom Bürgermeister. Kümmert sich um alles. Aber eigentlich ist er unser Friedhofswärter oder Gärtner. Wieso? Der hat mich blöd angequatscht. Das kann nicht sein. Dickens redet nie. Hat er aber. Sie verstehen nicht. Dickens ist taubstumm. Er hat noch nie ein Wort gesagt. Und sicher auch noch keines gehört. Morgen. Morgen, Vater. Wo ist unsere Kleine? Draußen, auf der Schaukel. Ah, ja. Und wenn du es genau wissen willst, sie kam um 3 zu mir rüber, zitterte am ganzen Leib und hat gesagt, sie hätte von einem bösen Mann mit Krallenhänden geträumt. Schon. Nein, Vater, du kannst ihr vorm zu Bett gehen nicht solche Geschichten erzählen. Geschichten? Das ist keine Geschichte, Sean. Ich weiß, was es ist! Mir wäre es auch lieber gewesen, sie wäre nicht hier zu dieser Zeit. Aber ihre Mutter musste nun mal geschäftlich nach Venezuela. Wo sollte sie also hin? Aber sie ist erst 5! Sie muss es doch nicht wissen! Schrei mich nicht an! Du warst dabei, Sean. Du hast gesehen, was er mit Clara gemacht hat. Ja. Mit deiner Schwester, meiner Tochter. 4 Jahre ist es her. Und doch habe ich die Bilder im Kopf, als sei es gestern gewesen. Vater! Es ist wahr geworden, was er gesagt hat. Jedes Jahr, egal was wir taten, wie wir auch versucht haben, uns zu schützen. Vater. Jedes Jahr kommt er wieder, Sean. Jedes Jahr kommen Sie wieder. Und jedes Jahr holen Sie mehr. Dieses Jahr wird es anders sein. Die Idee von Bellamy ist gut. Aber packt sie das Übel bei der Wurzel? Nein, das tut sie nicht. Was meinst du? Das müssen wir machen, Sean. Er ist nicht unverwundbar, das wissen wir. O'Neill hat ihm das Bein abgeschlagen. Wir aber, wir müssen nun den Rest erledigen. Du willst... Ja. Vater. Willst du nicht, dass Clara Frieden findet? Wie oft soll sie noch wiederkommen? Wie machen wir's? Ich habe darüber nachgedacht.
Zeit sein. Aus dem eben genannten Grunde ernenne ich Sie Kraft meines Amtes und in diesem Augenblick, wie es in unserem schönen Dorf seit jeher ein schöner Brauch ist, zu Ehrenbürgern von Krullimo. Dann möchte ich mich bei Ihnen im Namen der gesamten Gruppe bedanken. Aber gern. Sie haben uns sehr freundlich aufgenommen. Das Mittagessen war ganz vorzüglich. Oh, das kocht der Herbergsvater immer höchst persönlich. Schön, das wird ihn freuen. Ich werde es ihm ausrichten. Jetzt aber wollen wir los. Ich zeige Ihnen nun unseren schönen kleinen Wanderweg. Damen, meine Herren, bitte folgen Sie mir. Sie haben es gehört. Mr. Bellamy und Bob. Ich. Bob, ja. Also, Bob und ich gehen voraus. Ja. Sie folgen bitte in Zweierreihen, so wie wir es daheim geübt haben. Abbott, wir gehen am Ende. Ja, Dr. Mellon. Ja. Ja. Schön. Können wir? Ja. Schön. Also, zu Ihrer Linken. Nicht zu übersehen und erst recht nicht zu überhören. Wird das neue Gemeindehaus gebaut. Alles Holz aus der schönen Umgebung, ganz ökologisch. Nicht vergessen, morgen Abend ist Richtfest und Sie alle sind eingeladen. Wird schön gegrillt. Also, zu Ihrer Rechten sehen Sie das alte Bürgermeisterhaus. Es wurde im Jahre 1878 bei einem Brand ganz schön zerstört, aber dann haben die Bürger vom schönen Kulimor. Nur mal aus Neugierde kommen. Was? Weshalb sind Sie hier in unserer kleinen Gruppe gelandet, hä? Ich habe gehört, man hat Sie rausgeschmissen. Ach. Ja, in unserem Verein bleibt nichts geheim, hä? Also, warum? Helfersyndrom. Helfersyndrom? Stark ausgeprägt. Tatsächlich? Ja. Ich hatte da einen Pfleger. Sah immer so hungrig aus, ganz dünn, so ähnlich wie Sie. Da habe ich ihn gefüttert, hab's nur gut gemeint. Ja, und plötzlich war der Löffel weg. Da habe ich mit der Hand weitergemacht. Happe, happe, habe ich noch gesagt. Mrs. Hunter? Ja? Wir tauschen die Plätze. Ich gehe neben Mr. Dim, Sie gehen hier. Happe, happe. Ja, gern. Ja. Hallo Marvin. Hallo Lil. Sie lächeln ja. Kann nicht sein. Danke nochmal, dass Sie mich zum Mittagessen abgeholt haben. Ehrensache. Schön, dass wir nebeneinander wohnen, nicht? Was für ein Zufall. Jo. Und jetzt gehen wir auch noch zusammen spazieren. Spazieren mache ich am liebsten. Und die Sonne scheint. Und der Bürgermeister ist nett. Oh ja. Und die Bewohner haben ihre Häuser so freundlich verziert. Hm? Sehen Sie doch, diese bunten Malereien auf den Türen. Was ist denn das? Ist bestimmt Kunst. An jeder Tür? Einen Moment. Lichtbögen da hinten. Kommen Sie bitte. Ja, ja. Oh. Sie machen ein Foto davon. Genau. Oh, an Kunst sind Sie also auch noch interessiert. Oh, sehr. Bitte, kommen Sie. Schönen. Was tun Sie? Ich nehme Ihre Hand. Mrs. Wenn das einer sieht. Der Doktor hat gesagt, wenn wir uns unsicher fühlen, sollen wir unseren Partner an der Hand nehmen. Deshalb hatten wir das doch geübt mit den Zweierreihen. So, da war ich ja nicht dabei. Ach ja. Und jetzt fühlen Sie sich sicherer? Oh ja, weil Sie sind so ein starker Mann, Marvin. Sie haben so große Hände. Ja. So starke Hände. Ja. Aber ganz weich. Sein.
Aber nur, weil ihre darin liegt. Und hier ist er also, unser schöner, kleiner Friedhof. Seit 1782 bettet Grimo hier seine Hinterbliebenen in Gottes schöner Erde. Wie friedlich, nicht wahr? Da drüben ist ja der gute Dickens. Er sorgt seit Jahrzehnten dafür, dass die Hecken und Bäume ihre schöne Form behalten und alles grün, dort wo es soll. Gut, manchmal muss er auch ein Loch buddeln. Aber wer muss das nicht? Dickens! Ja, alles im grünen Bereich. Das ist doch der Mann, der uns Angst gemacht hat, nicht? Ja, klar. Ja, das ist er. Tja. Langsam. Gut, also. Lassen wir die anderen mal etwas. Wenn wir dem Weg einfach immer weiter folgen, kommen wir auf der anderen Seite wieder raus und sind genau auf der Straße, die uns zurück zur Herberge. Sie sind also Dickens. Was sollte das bedeuten heute Morgen? Ich hab sie was gefragt. Ich weiß genau, dass du mich verstehst, Lackaffe. Marvin! Marvin! Wenn du nicht sofort das Maul aufmachst, leih ich mir deine Heckenschere. Aber Marvin, was wollen Sie mit seiner Heckenschere? Ich kann jetzt nicht reden. Kommen Sie nach Sonnenuntergang ins neue Gemeindehaus. Muss ich böse werden? Okay. Komm, Jill. Ja. Na, da haben wir ja gerade noch mal Glück gehabt. Ich war kurz davor, ziemlich böse zu werden. Da haben wir ein Glück gehabt, ja. Wo ist sie? Welch seltener Besuch in meinem Büro. Wo ist sie? Schließen Sie die Tür und setzen Sie sich. Crowlimo. Was? Ein Luftkurort in Irland. Warum? Was glauben Sie, warum? Wegen der Gesundheit. Und warum haben die im Sanatorium mir das eben nicht gesagt? Weil ich verboten habe, irgendjemandem Auskunft über ihren Aufenthaltsort zu erteilen. Ach, und das gilt auch für mich? Ich bin immer noch Ihr Mann. Es sind ein paar seltsame Dinge in den letzten beiden Tagen passiert. Ich weiß. Nein, alles wissen Sie nicht. Sie wissen um die Sache mit Philipp und den seltsamen Vorgängen auf dem Nachbargrundstück der Hayward Villa. Zur gleichen Zeit aber wurde ein Mann am Betreten dieses Hauses gehindert, bewaffnet mit einem Sprengstoffgürtel. Agent Winter wurde zeitgleich im Tiverton Forest zu einem Tatort geführt, von einer Frau, die vorgab, von der Forstbehörde zu sein. Die Forstbehörde dort hat aber nur männliche Angestellte. Agent Chapman wurde von der Person, die er beschatten sollte, enttarnt und bedroht. Und das alles exakt zur gleichen Zeit, zu der sie versuchten, Philipp zu retten. Und die Pointe? Der Mann mit dem Sprengstoffgürtel löste sich vor meinen Augen in nichts auf. Die angebliche Forstbeamtin war urplötzlich weg. Und der Mann, der Chapman bedrohte, verschwand so schnell, wie er gekommen war. Was Agent Paul im Haus der Kane passierte und ihn mit Philipp, wissen Sie ja. Sie glauben, alles hängt miteinander zusammen? Es ist ein bisschen ZV-Zufall, finden Sie nicht? ZV? Zu viel. Aber warum? Eine Demonstration von Macht? Sie haben keine Ahnung. Nein, Hunter, ich habe keine Ahnung. Eines ist aber sehr offensichtlich. Alles betrifft Ihr näheres Umfeld. Warum sollten Sie Menschen in meinem Umfeld angehen, wenn Sie es auch bei mir direkt versuchen könnten?
Hat die schwarze Familie das nicht schon des Öfteren versucht? Sie meinen... Was ist Ihre schwächste Stelle, Hunter? Und deshalb bieten Sie noch mehr Angriffsfläche, indem Sie Lillian aus dem Sanatorium lassen? Die Reise der Wohngruppe Ihrer Frau war bereits vor den Ereignissen geplant. Ich habe alles mit Dr. Mellis abgestimmt. Und ich bin an der Gesundung Ihrer Frau im Übrigen genauso interessiert wie an Ihrer Sicherheit. Wer ist bei ihr? Mr. Cohen ist vollwertiges neues Mitglied der Wohngruppe. Hat er sich schon gemeldet? Die Gruppe ist erst heute Morgen angekommen. Ich rechne mit seinem Anruf noch im Laufe des Tages. Wie heißt das Kaff noch gleich? Sie meinen Crulimo? Crulimo. Hey! Hey! Ah, Mr. Cohen. Habe ich recht? Jo. Weshalb so sauer? Hat Ihnen das Abendessen nicht geschmeckt? Ich habe kein Netz. Wollen Sie fischen gehen? Ich sagte, ich habe kein Netz. Und ich muss telefonieren, dringend. Also? Die Patienten... Die Bewohner dürfen nur mit Genehmigung von Dr. Mellis telefonieren. Hat er das gesagt? Hat er. Aha. Nun. Ich bin die Ausnahme. Also? Es liegt an dem Funkmast. Das mit dem Netz. Er wird neu gemacht. Ach. Ja. Und das Festnetz ist auch davon betroffen. Schade, schade. Wann? Was? Wann geht's wieder? Sie haben uns gesagt, morgen. Ja, morgen. Scheiße. Mr. Hunter, hier sind die Papiere, die Sie wollten. Stand also über Crulimo tatsächlich was in der Happening-Kartei? Ja, es gibt einen Eintrag von vor 2 Jahren. Ich nehme an, Sie haben es schon gelesen? Ja, Sir. Okay. Was haben Sie heute noch vor, Paul? Nun, ich... Ich packe meinen Koffer und lege eine Haarbürste... Ich muss Sie sprechen. Oh, aber natürlich. Eine dunkle Wie kann ich Ihnen helfen, Mr. Cohn? Die Leitungen hier, VU, werden wohl gerade neu verlegt. Das heißt, es gibt ein Telefon, wohl erst morgen wieder. Ich müsste mich aber in der Zentrale melden. Ich könnte Ihnen mein Handy leihen. Geht auch nicht. Ach so. Unser Fahrer hatte doch Funk im Bus. Ist der noch da? Das tut mir leid. Der ist heute Nachmittag wieder gefahren. Mist. Aber wenn es so dringend ist... Könnte ich Abbott bitten, Sie mit dem Wagen vom Haus ins nächste Dorf zu fahren? Nein, nein, schon gut. Dann werden die halt bis morgen warten müssen. Ach, ich müsste nachher noch mal raus. Sehen Sie da eine Möglichkeit, wie ich... Ich lasse Ihnen einen Schlüssel zukommen. Aber aufpassen müssen Sie trotzdem. Die Pfleger haben abwechselnd Nachtwache. Gut. Danke.
Dickens? Dickens. Dickens, sind Sie hier? Oh Mann. Kackvieh. Dickens, verdammt nochmal, sind Sie hier? In Ordnung mit Ihnen? Ja, aber schade. Wären Sie doch 10 Minuten eher gekommen. Wieso? Oh, ich habe gerade meine Medizin zur Nacht genommen. Die macht mich immer so. Oh, ist in Ordnung. Ich lege Sie aufs Bett. Gevatter Herberge! Guten Morgen, Mr. Cole. Und ich heiße Lance O'Neill. Mach sein. Was ist nun? Ich nehme an, Sie meinen das Netz. Probieren wir's. Leider noch nicht. Schade, schade, schade. Wo wohnt denn dieser Dickens eigentlich? Suchen Sie jemanden zum Reden? Sprich er. Dickens wohnt direkt am Eingang zum Friedhof. Das kleine Haus mit den grünen Fensterläden. Okay. Ich frage mich allerdings, was Sie von ihm wollen. Dann frag dich mal. Kaumann, ich suche Sie schon überall. Unsere Gruppenstunde fängt jetzt an und alle warten auf Sie. Wenn Sie mich in den Gemeinschaftsraum begleiten wollen, hä? Oh, gern. Wirklich schön, dieser Friedhof, nicht? Ganz feines Endlager. Irgendwie wirken Sie heute betrübt, Marvin. Ach. Bitte zusammenbleiben. Das gilt auch für Sie, Mr. Dim, Mrs. Soderbergh. Mögen Sie keine Verdauungsspaziergänge? Oder hat es mit mir zu tun? Nein, wirklich nicht mehr. Alles okay. Passen Sie auf, Leah. Ich muss etwas erledigen und Sie müssen mir dabei helfen, okay? Was soll ich tun? Gleich am Tor werde ich mich absetzen. Sie gehen einfach weiter mit der Gruppe mit. Wenn Sie jemand fragt, sagen Sie, Sie wüssten von nichts, okay? Aber was wollen Sie denn machen? Keine Angst, ich komme in 10 Minuten nach. Ich muss da nur was nachsehen. Na gut. Guck da. Gleich. Ja. Grüne Fensterläden. Dieses. Dickens? Dickens. Hallo?
Fresse! Scheiße! Hallo! Was? Oh, hallo. Hast du schön geschlafen? Ja, scheint so. Wer bist denn du? Lilly Matter. Wo bin ich denn hier? In der alten Kapelle auf dem Friedhof. Warum bist du denn gefesselt? Tja, das wüsste ich auch gern. Spielst du was? Kann ich mitspielen? Wie lange bist du schon hier? Seit eben. Hast du jemanden gesehen? Nein. Wie spät ist es? Gleich muss ich zum Abendbrot. Okay. Hör mal. Vielleicht kannst du mich losbinden? Ich weiß nicht. Was soll das heißen? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich das darf. Natürlich darfst du, verdammte Scheiße. Scheiße sagt man nicht. Manchmal doch, also mach mich los, ja? Ich muss nach Hause. Nein, warte. Okay. Fangen wir doch mal von vorne an. Ich bin der Onkel Cohn. Ja. Und wen hast du da auf dem Arm? Das ist Mietzi. Ein ganz süßes Kätzchen, ja. Ja. Ist das deins? Nein, ich habe es eben draußen gefunden. Hm. Und sieh mal, es hat nur 3 Beine. Oh, das ist traurig. Ich möchte es Opa zeigen. Vielleicht darf ich es behalten. Das ist eine gute Idee. Bist du einer von den Bekloppten? Was? Opa hat gesagt, es sind in der Stadt ganz viele Bekloppte. Nein. Ich bin keiner von denen. Ich schwöre. Sag mal, kannst du ein Geheimnis für dich behalten? Ja, kann ich. Bestimmt? Ja, bestimmt. Na? Ich sag's keinem weiter ehrlich. Na gut. Wenn du mich losbindest, sag ich's dir. Ehrlich? Ganz ehrlich. Lügst du auch nicht? Ich habe noch nie gelogen. Na gut. Da bist du ja. Wo warst du denn? Und wer ist denn das? Ich war draußen spielen. Und das ist Mietzi. Die habe ich gefunden. Bitte, Papa, darf ich die behalten? Tja, also... Heute kann sie erstmal hier bleiben. Ja! Hör zu, Süße. Opa und ich müssen noch mal gerade weg. Dein Abendbrot habe ich dir ins Wohnzimmer gestellt. Du darfst auch noch etwas fernsehen, ja? Ja, danke. Wir sind in einer Stunde wieder da. Ich möchte nur, dass du mir eine Sache versprichst, ja? Ja. Du bleibst schön im Haus und machst auch niemandem die Tür auf, okay? Versprochen. Gut. Also, bis gleich. Und schön aufessen. Mach ich, Opa. Nein. Komm, Mietzi. Ich zeig das Wohnzimmer. Hier rein. Komm, Mietzi. Du kannst dich aufs Sofa setzen, wenn du willst. So. Magst du Fernsehen? Oder möchtest du vielleicht etwas Futter? Zimmer ist er nicht, hä? Er wird schon wieder auftauchen. Ich könnte ihn suchen. Nein, nicht nötig, Abbott. Mr. Cohn wird sicher nachher wieder bei uns sein. Aber, Sir... Machen Sie sich keine Sorgen. Ich trage die Verantwortung. Und bei Mr. Cohn habe ich ein gutes Gefühl. Ihr Wort in Gottes Ohr, hä? Jetzt lassen Sie uns rübergehen. Das Richtfest fängt an. Dann wollen wir mal. Meine Damen, meine Herren, folgen Sie mir.
Mr. Abbott? Hä? Haben Sie Marvin gefunden? Hä? Nein. Wird schon wieder auftauchen, hä? Ja. Na los jetzt, alle rüber. Ja. Cohen, was tun Sie denn hier? Die Frage ist, was veranstalten Sie hier? Ich habe gerade noch ein bisschen Speck angebraten. Für das Buffet. Ist doch richtfest. So, so. Ja, ja. Die grünen Fensterläden. Wie? Der Einzige in diesem Kaff, der wissen konnte, dass ich dort auftauchen werde, sind Sie. Ich weiß gar nicht, was Sie wollen. Antworten. Aha. Was geht hier ab? Ich sagte doch, ich habe doch etwas Speck angebraten und... Ach. Ach. Antworten. Auf welche Fragen denn? Nun, zum Beispiel, weshalb warnt mich ein Taubstummer und will mich sprechen und ist kurz darauf verschwunden? Und warum werde ich überwältigt und gefesselt? Oder wieso sind alle Türen hier im Luftkackort mit komischen Zeichen bemalt? Und weshalb gibt es kein Telefon? Ich sagte Ihnen doch, der Funkmast. Gib mir mal deinen Kochlöffel. Bitte. Nein! Also. Oh, ich kann nicht. Okay. Hand her. Was? Hand her. Nein! Riecht lecker, oder? Oh. Ja. Ja, ich habe sie gefesselt. Okay. Das war mir klar. Die Frage lautet, warum? Es ist egal, was sie mir antun. Ich werde nichts sagen. Oh, was ist das denn? Das ist ein Waffeleisen. Guck an. Dr. Melis. Abbott, hatten Sie schon diese leckeren Nackenkoteletts? Dieser Cowman ist immer noch nicht wieder aufgetaucht, hä? Nun machen Sie sich wegen dem mal keine Sorgen. Ich sagte ja, er wird schon... Aber Mrs. Hunter ist jetzt auch weg. Was? Ja, die hat sich dreimal bei mir erkundigt, ob ich wüsste, wo Cowman ist. Und jetzt ist sie auch weg, hä? Übrigens, wenn Sie den Bart ein bisschen wachsen lassen, sieht man das Kästchenmuster nicht mehr so. Ja, danke. Nur, dass ich das richtig verstanden habe. Ein Dämon hat Ihr Dorf aufgesucht, von so einem jungen Mädchen abgebissen. Sie haben ihn bekämpft und daraufhin hat er das gesamte Kaff verflucht und taucht jetzt am Jahrestag immer wieder auf und holt sich so viele Einwohner, wie er kriegen kann. Von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang. Aber er kommt nicht allein. Wie? Alle, die er einst holte, kommen mit ihm. Wie meinen Sie das? Nach diesen Nächten haben wir die Toten oder das, was von ihnen übrig war, natürlich immer bestattet auf unserem Friedhof. In heiliger Erde. Aber dieser Fluch. Im ersten Jahr holte er meine Frau. Im Jahr danach meine beiden Söhne. Tim
Terry. Ich habe sie selbst begraben. Aber sie kommen wieder raus. Jedes Jahr. Und sie haben Hunger. Herr Mellis. Herr Abbott, das ist ja wohl mal ein Sonnenuntergang, nicht wahr? Irgendwas ist hier komisch, hä? Was meinen Sie? Der Bürgermeister ist jetzt auch weg. Und die anderen Typen aus dem Dorf auch, hä? Was ist denn nun los? Und dieser Herbergsvater wollte noch mit Speck um die Ecke kommen. Ich wollte mir ein bisschen über meine Ofenkartoffel tun. Und der kommt auch nicht. Und jetzt ist sie kalt, hä? Und da sie diesen alljährlichen Besuch nicht verhindern konnten, hat sich der Bürgermeister ausgedacht, eine Besuchergruppe zu Ehrenbürgern zu machen. Zu Futter. Ja. Und ich war ihnen ein bisschen zu neugierig, deshalb haben sie versucht, mich auszuschalten. Sollte nur bis morgen sein. Bestimmt. Deshalb haben sie mich ja auch mitten auf dem Friedhof versteckt. Tut mir leid. Und wo ist Dickens? Geht er auch auf Ihr Konto? Ehrlich, ich habe keine Ahnung. Marvin? Ich bin's, Lil. Marvin? Bist du in dem Gebüsch? Hallo? Gehen Sie. Sie! Sie sind der Mann, der uns solche Angst gemacht hat. Hauen Sie ab, verdammt. Oh. Was ist denn los mit Ihnen? Warum liegen Sie hier im Gebüsch? Gehen Sie, verdammt. Oh, Sie bluten hier. Wer hat Ihnen das denn angetan? Doch nicht Marvin. Nein. Eine Katze. Mietzi, wo bist du denn? Wo bist du denn? Hast du dich versteckt? Mietzi! Mietzi! Oh nein, die Tür ist auf. Mietzi! Mietzi! Bist du rausgelaufen? Mietzi! Papa hat ja gesagt, ich soll nicht raus. Aber Mietzi ist ganz allein im Dunkeln. Vielleicht hat sie Angst. Mietzi, ich rette dich! Was ist das für ein Dämon? Haben Sie ihn damals gesehen? Ha!
Ich habe ihm sogar ein Bein abgeschlagen. Wenn Sie also irgendwo einen Humpel sehen, würde ich an Ihrer Stelle Land gewinnen. Moment mal. Kennen Sie ein kleines Mädchen? Martha oder so? Das muss die kleine Blum sein. Ist zu Besuch hier. Wo wohnen die Blums? In der Lime Road, ganz am Ende, kurz vorm Friedhof. Es geht los. Sie kommen. Okay. Wo ist mein Koffer? Was? Ich war eben auf meinem Zimmer. Da ist er nicht mehr. Also, wo ist mein Koffer? Da vorn, unterm Tisch. Was ist das denn? Mein Besteck fürs Richtfest. Da kommt immer noch mehr aus der Erde. Seien Sie leise. Warum haben Sie sie denn begraben, wenn Sie noch gar nicht tot waren? Sie waren tot. Alle. Und jetzt seien Sie leise. Sonst sind wir es auch. Es hört gar nicht auf. 68. Es sind 68. Oh mein Gott. Der ist schon lange nicht mehr hier. Laufen Sie! Laufen Sie! Laufen Sie! Kommen Sie hier rüber! Alle! Mr. Cohn? Wieso haben Sie ein Gewehr? Was passiert hier? Laufen Sie in die Herberge und verbarrikadieren Sie sich! Der Mann steht wieder auf! Der Mann, den Sie erschossen haben, steht wieder auf! In die Herberge, verdammt! Wieder eins von diesen Stehaufmännchen. In die Herberge, jetzt! Helfer-Syndrom. Sag dich doch schon. Wo ist Mrs. Hunter? Sie ist weg. Wollte sie wohl suchen. Scheiße. Hier. Sie nehmen das Gewehr und sehen zu, dass alle in der Herberge bleiben. Wenn einer von denen kommt, schießen sie. Einfach hier drücken und ziehen sie auf den Hals. Auf Hals? Merke, ist der Kopf erst ab, macht der Tote schlapp. Aber sie sind doch jetzt völlig unbewaffnet. Oh nein. Ich habe ja mein Köfferchen. Komm doch her. Komm her, komm her. Komm. Was machst du denn da? Mietzi? Oh. Hallo. Ich suche mein Kätzchen. Hast du es gesehen? Ja. Oh.
fallen lassen. Hey, wer sind Sie? Legen Sie das Gewehr hin. Das werde ich nicht. Warum nicht? Weil mein Sohn auch ein Gewehr hat und der steht hinter Ihnen. Fallen lassen. So, jetzt nochmal von vorne. Was tut ihr beiden Lackaffen hier? Wir warten hier auf jemanden. Ist er vielleicht schlecht zu Fuß? Wer sind Sie? Cohen vom Secret Service. Nehmen Sie Ihre Gewehre wieder auf. Ein bisschen Hilfe kann nicht schaden. Wie ist Ihr Name? Ich bin Preston Bloom. Und das ist mein Sohn Sean. Bloom. Ja? Wieso? Scheiße! Zurück! Zurück! Steht alles, was sich bewegen lässt, vor die Fenster. Die dürfen nicht hier rein, hä? Ja. Na los, na los, mach schon! Hä? Uni, machen Sie die Tür hinten in der Küche dicht. Ja. Ja. Scheiße. Die ist ja auf. Kinder. Lass das sein, Kinder. Ja! Es sind so viele. Sie stehen alle wieder auf. Was Clara? Clara! Clara! Gehen Sie beiseite! Was? Clara! Clara! Nein! Clara! Nein, nein, nein! Kommen Sie zur Besinnung. Alles, was hier rumläuft, ist schon lange tot. Sean, ja. Nehmen Sie den Koffer und kommen Sie. Ab durch die Mitte. Wo ist Ihr Haus? Was wollen wir da? Wo ist Ihr Haus? Hier lang. Vorsicht. Da vorne ist einer von denen. Respekt. Gut getroffen. Ich hab nicht geschossen. Ich auch nicht. Wie? Da kommt jemand. Hunter? Sie hätten ruhig mal anrufen können, dass alles in Ordnung ist. Loslassen. Nee. Ich habe eine Waffe. Ja. Kommen Sie, laufen Sie. Ich bin Agent Paul. Ich bin ein Freund Ihres Mannes. Kommen Sie. Ich war nie verheiratet. Ach so, ja. Ich bin ein Freund von Mr. Marvin Cohen. Oh, von Marvin? Marvin ist doch nicht mein Mann. Ach so, ist er nicht. Nun ja. Kommen Sie. Hier rein. Vielen Dank, dass Sie mir geholfen haben. Keine Ursache. Alles andere hätte mir auch viel Ärger gemacht. Suchen Sie was?
Ja, die Kugeln nützen nicht viel. Ich brauche etwas. Ah, eine Heugabel. Ja, das ist brauchbarer. Ja. Oh, ja, wer bist du denn? Ich habe meine Katze gesucht. Bleib da stehen. Aber was tun Sie denn? Du bleibst da stehen und rührst dich nicht von der Stelle. Hast du verstanden? Oh, wenn Sie weiter so harsch reden, bekommt die Kleine doch Angst vor Ihnen. Tut mir leid, Mrs. Hunter, aber wir können hier niemandem trauen. Niemandem trauen? Was tust du hier mitten in der Nacht? Aber das weißt du doch. Ach ja, deine Katze. Und? Wo ist sie? Sie ist tot. Was? Tot? Warum ist sie tot? Aber das weißt du doch. Wieso? Wieso sollte ich das wissen? Raus, Mrs. Hunter. Raus? Aber warum denn? Sie hat mich gebissen! Das verdammte Biest hat mich gebissen! Raus hier! Los! Sie haben sie mit der Heilgabel an die Wand gesteckt! Ich weiß! Es tut mir auch leid, aber sie ist gefährlich. Verstehen Sie? Sie schon wieder! Und jetzt kommt ihr beide mit. Sie haben sie verloren? Ich hatte alle Hände voll zu tun. Sie sollten auf Lillian aufpassen, sonst nichts. Hunter, warum gehen Sie nicht hinter mir? Dann können Sie mich besser am Arsch lecken. Vorsicht! Sehen Sie? Da drüben. Die Toten laden ihre besinnungslose Beute auf einen Heuwagen. Machen die das immer so? Ja. Wo fahren Sie sie hin? Sie nehmen sie mit. Zum Friedhof. Sie schieben los. Sie bringen alle, die sie fangen, zum Friedhof. Wenn sie nicht gleich fressen, die nehmen sie mit. Für ihr Gelage. Man hört es schmatzen vom Friedhof bis in die Morgenstunden. Dann gehen wir zum Friedhof. Wir gehen zum Haus der Blooms. Was sollen wir denn da? Ich will Lillian finden, die sie verloren haben. Gnade Ihnen Gott, wenn hier was passiert ist. Das Haus der Blooms ist das letzte vom Friedhof. Also ist es der gleiche Weg. Aber wieso wollen Sie denn zu uns? Ja, genau. Wieso? Wir können dem Ganzen nur ein Ende machen, wenn wir den erledigen, der für all dies hier verantwortlich ist. Ja, mein Reden. Und so wie ich gehört habe, handelt es sich dabei um einen einbeinigen Dämon. Das stimmt. Und er taucht jedes Jahr hier auf. Ja. Und haben Sie heute schon irgendeinen Einbeinigen entdeckt? Nein. Dann hat er wohl eine andere Gestalt angenommen. Ich habe heute ein kleines Mädchen getroffen, das eine dreibeinige Katze gefunden hat. Nein. Oh mein Gott. Lilly! Warten Sie! Wir gehen zusammen. Oder nicht? Na gut, wir gehen bis zum Haus zusammen. Dann gehe ich zum Friedhof und Sie kümmern sich um die Kleine. Einverstanden. Kleine, wo bist du? Lilly, da bist du ja. Papa. Alles gut? Ja. Sitz dir ganz brav, zugedeckt und schau Fernsehen. Ich habe mich schon ins Schlafanzug angezogen. Ja, das ist gut. Ja. Wo ist die Katze, Lilly? Die Katze, die ist vorne rausgelaufen. Und dann bin ich hinterher. Aber ich habe sie nicht gefunden. Gut. Und dann gut. Bin ich wieder reingegangen. Das ist gut. Wo könnte die Katze denn hingelaufen sein, Lilly? Hey, bist du denn? Das ist ein Herr von der Polizei, Lilly. Der wird uns helfen, die Katze zu finden. Ach so. Ja, also, ich dachte, sie sei in die Scheune gelaufen. Dann will ich dort mal nachsehen. Kommen Sie mit, Preston? Ja, natürlich. Oh, du hast dein Essen ja noch gar nicht angerührt.
Warten Sie, Preston. Was denn? Seien Sie leise. Wir gehen nicht in die Scheune. Aber wieso denn nicht? Ich habe Ihre Enkelin heute schon getroffen. Ich hab's eben erzählt. Erinnern Sie sich? Ja. Und? Naja, sie hat mich gerade gefragt, wer ich bin. Winter, wo sind Sie? Ich bin auf dem Friedhof. Die haben hier eine riesige Grube ausgehoben und werfen gerade ihre Beute rein. Was soll ich tun? Ich sehe es auch. Wo sind Sie genau? Südlich von denen, auf der Ziegelmauer. Ich komme rüber. Haben Sie was von Paul gehört? Negativ. Seit einer halben Stunde nichts mehr. Haben Sie ihn in hier gesehen? Tut mir leid, Sir. Negativ. Ich bin an der Mauer. Wie sind Sie darauf gekommen? Links ist ein Grabmal. Der Stein sieht aus wie eine Treppe. Hab ich. Scheiße! Lass mich los, verdammt! Lass mich los! Bitte, Mr. Cohen, das können Sie nicht machen. Doch. Mein Sohn kann nicht auch noch seine Tochter verlieren. Das ist nicht seine Tochter. Ich weiß, aber für ihn ist sie es. Da kann ich leider keine Rücksicht drauf nehmen. Das geht nicht. Weg mit der Waffe! Mr. Bloom! Weg damit! Was ist denn hier los? Das da drin ist nicht Ihre Tochter, Mr. Bloom. Was? Was reden Sie da? Er will sie töten, Sean. Aber ich werde es nicht zulassen. Das ist nicht Ihre Tochter. Lilly? Lilly? Aber weg hier! Weg hier! Hey, komm! Komm, komm, verdammt! Komm, komm! Ganz allein. Ohne Hilfe. Ohne Waffe. Der Dämon. Ganz allein. Ohne Hilfe. Ohne Waffe. Müssen wir es mal unter uns ausmachen. Was zu unternehmen, Mr. Winter? Verstanden, Sir. Warum sind mir zu schwer? Lillian? Lill! Lill, da bist du ja. Der Mann hier belästigt mich. Er hat einfach auf mich draufgelegt. Paul! Paul! Antworten Sie doch! Paul! Gott! Paul! Nein! Ich habe Sie schon irgendwo einmal gesehen. Das kann gut sein, ja.
Winter! Hier, Sir. Ach. Kommen Sie. Danke. Wo sind Sie? Ich weiß es nicht, Sir. Ich habe geschossen und dann waren alle plötzlich weg. Hallo? Da kommt Cohn. Hallo? Ist da oben jemand? Ach, Winter, helfen Sie meiner Frau hoch und... Hallo? Bringen Sie Paul nach oben. Paul? Ja, er ist auch da unten. Er ist tot. Ja. Holen Sie ihn da raus, ja? Ja, sicher. Cohn, alles okay. Das ist ja erledigt. Hallo? Sie sollten erst den anderen sehen.